Aber ich glaube, das betrifft die Drohnen. Dann machen wir einfach, machen wir es so hier. Ganz einfach, unkompliziert. Dann müssen die Züge dann halt von hier rüberfahren, aber hier ist dann, wie gesagt, der Stauraum jetzt größer und dann werde ich dort wahrscheinlich auch nochmal einen. Ob man das Gleis jetzt noch erweitert. Die Rausfahrt, die macht ja nichts. Die kann ja so bleiben. Da gibt es ja schon mal keinen Stau. Obwohl, wenn ich das Depot. Nee, Quatsch. Den Bahnhof erweitern will, dann machen wir das Schiebmaster nochmal ein Stück raus. Und auch hier. Na gut, das hätte man auch gleich so machen können. So, jetzt löst sich das ja so langsam wieder auf. Weil das mit der Umfahrung, das klappt gut, ne? Dass die hier das linke Gleis, das Außengleis nutzen. Das war keine dumme Idee. So, jetzt packen wir hier nochmal ein Gleis dran. Ne, was haben die hier? Länge 4, naja. Das heißt, wir müssen jetzt das ganze Ding, glaube ich, abreißen. Und das ein Stück nach hinten schieben. Das machen wir natürlich erfahrungsgemäß mitten im Betrieb. Dazu lassen wir jetzt den Zug hier erstmal reinfahren und dann können wir das hier so ein Stück abreißen. Das dauert noch, bis die voll sind. Eigentlich müsste man, wie gesagt, auch hier die Züge ein paar wegreißen. Verkaufen. Will gerade einer raus. So. Ein Gleis mehr, das heißt, ihr könnt gleichzeitig mehr Züge reinfahren, aber wie gesagt, tendenziell sollte man hier, glaube ich, lieber vielleicht einen anderen Zug noch verkaufen. Wir gucken aber dann mal, wie das dann ist. Mit dem Stau, was haben die denn hier? Kohle, und alle Kohle. Alle Kohle. Oh, jetzt stehen sie hier und ach nee, das ist die Einfädel. Ah, das ist natürlich auch nicht so toll, dass die jetzt hier an der Einfädelstelle das so blockieren können. Ich glaube, man sollte hier vielleicht auch ein bisschen mehr Puffer noch geben. Und dann machen wir das einfach hier hinten, dass dann der Gleiswechsel hier stattfindet. Da könnte ich hier eine Brücke drüber und das sind, naja gut, dann machen wir das einfach jetzt so hier.
Müssen wir mal schauen, wie sich das hier darstellt dann, diese Streckenführung. So sind die Gleise auch schon wieder voll. Gibt es ja noch irgendwie... Ah, hier gibt es noch Kohle. Das heißt, wir könnten die Kohleanlieferung auch einfach verstärken. Das wäre mir fast noch lieber, als da die Fahrzeuge ja, einfach zu verkaufen. So, Kohle und zack. Okay, hinten war noch eins. Dann haben wir, und das ist auch noch eins. Und dann haben wir drei Kohleminen mehr dabei. Das dürfte sich hoffentlich positiv auswirken auf die Beladung. Dann können wir gleich das Ding hier nehmen. Dann nehmen wir jetzt mal die hier. Umladen, Kohle und duplizieren, Abfahrt. Und dann gab es hier unten. Kann man die nicht hier so dazwischen bauen, dass die beide haben? Oder nimmt man da extra LKWs? Was wäre denn da besser? Ich brauche aber eine extra Station jetzt. Sieht zwar alles ein bisschen komisch aus, aber da kann ich eigentlich auch gleich hier so eine Verbindung hier schaffen. Wir müssen die hier oben drum, das ist halt die direktere Streckenführung. Ja, so. Nee, ich wollte den doch noch nicht duplizieren. Bitte nochmal verkaufen. So geht das hier nicht. Das muss alles ordentlich so sein. Zack. Kohle, Kohle. Eigentlich wäre das cool, wenn das so automatisch wegfiltern könnte, dass man so Bedingungen setzt, wenn es dies und jenes geladen hat, dann schmeißt das in die Gruppe rein. Aber anscheinend ist sowas nicht vorgesehen. Achso, wir haben noch einen Transparenzmodus an. Zack, jetzt nicht mehr. Da sind so viele Warenkisten. Naja, da lohnt sich auch nicht wirklich. Der ist jetzt schon im Minus hier wieder, das kleine Warenschiff. Und der kommt gleich hier an in Noyama Hafen. Wo macht das Warnschiff hin? Das kleine? Ich glaube, das war ein Experiment, ne? Die haben das gleiche Ziel, ne? Ja. Ja gut, das ist jetzt im Minus. Das ist aber auch gefährlich hier, die kleine Insel hier und dann direkt am Hafen. Müsste man eigentlich mal wegbauen, so jetzt mit entladen. Millionen. Wie lange braucht er für die Strecke? Ja, das schafft er sogar in einem Jahr. Und der hier? Der ist natürlich ein bisschen schneller, aber der kann halt nicht so die Masse wegkarren. Sag ich mal. Die wachsen hier schon richtig zusammen, hier die Städte. Hier ist unsere Autobahn. Also
richtig eine Möglichkeit, die Autobahn hier auszubauen. Sehe ich aber jetzt ja auch nicht. Die bauen jetzt schon hier hin. Eigentlich müsste man auch hier das Land einmal absenken. Takai Hüttenblit, das haben sie schon wieder hier weggemacht, was dort vorher war. Das ist verrückt. Und die Stadt, die uns früher so schlecht fand, mit dem Projekt Shimaoka 23, wo wir einen Tunnel durchgebügelt haben, finde ich das hervorragend. Wahrscheinlich hat sich das jetzt rumgesprochen, dass es eine sinnvolle Aktion war, das einfach hier so mitten durch die Stadt zu bauen. Herrlich. Was ist denn eigentlich jetzt hier, wo war denn das? Hier? Wo noch diese Kraftwerke im Weg waren, hier unten. Die stehen immer noch da. Können die bitte mal verschwinden? Damit ich noch geradeaus durchbauen kann. Das wäre toll. Nagatani mit den Hochhäusern. Die Tempelstadt hier. Ja, die machen bald den Ring zu hier anscheinend. Es dauert zwar, aber schon richtig entwickelt. Das ist schon der Wahnsinn. Aber jetzt, ich denke mal, das könnte man eigentlich wirklich mal machen. Ja, wenn ich jetzt gerade noch wüsste, wo wir eben waren. Hier hinten. Takai. Das hier unterirdisch zu bauen, dass die ja weiter sich ausbreiten können. Wird natürlich hier in dem Kreuzungsbereich problematisch. Aber vielleicht müssen wir das ja dort auch nicht unbedingt machen. Das heißt, es gibt erstmal eine Einschränkung. Kleiner Leck war da gerade. So, das müssen wir jetzt aus technischen Gründen erst wieder aufschütten, habe ich gesagt. Jetzt. So, ein Dreierabstand, traditionell. Ihr wisst das ja. Schaffen wir noch einen. Leider nicht, aber müssen wir es halt immer so hier machen.